Ein altes Bauernhaus am Waldrand gelegen. In absoluter Alleinlage steht dieses wunderschöne Gebäude 1 Kilometer entfernt zum nächsten Wohnhaus und wird nur von Bäumen und Feldern umrandet. Die angepflanzten Sträucher und Bäumchen der ehemaligen Bewohner lassen sich von oben gut erkennen. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen, Mitte Februar, leuchten diese Pflanzen förmlich zwischen dem sonst größtenteils unbelaubten Wald. Moin, mein Name ist Ingra Bahn und ich zeige euch neben den schönsten Urlaubs- und Ausflugstipps in Deutschland, meinem Lesestoff bzw. Buchempfehlungen und sonstigen schönen Alltagsmomenten auch Impressionen besuchter Lost Places. Letzteres steht heute wieder auf dem Programm. Bei unserem relativ spontanen Besuch nehmen wir uns Zeit, um das Haus in Ruhe zu erkunden und vielleicht auch etwas herauszufinden, was Aufschluss über das Jahr des Verlassens gibt. Bevor es hineingeht, laufen wir erstmal langsam drumherum. Habt ganz viel Spaß und rätselt gerne mit, warum und wann dieser Wohnsitz aufgegeben wurde. So, wie ihr seht, hier einfach im Nirgendwo, am Waldrand, so im Wald halb drin, ein verlassenes Bauernhaus. Und es ist mega schön. Sieht ziemlich leer aus von innen, also was man so von draußen erblicken konnte. Aber wir gucken jetzt mal, wie es drin aussieht. Es ist irgendwie auch richtig idyllisch hier gelegen. Also. Wie ihr vielleicht hört, man hört nichts außer Vogelgeräusche. In der Ferne so ein leichtes Rauschen von der Straße, okay. Aber sonst, ja, einfach Idylle pur. Wow. So, dann lasst uns mal reingehen. Boah, hier kommt schon mal so ein richtiger Schwall von Muff entgegen. Man sieht schon, es ist ziemlich entkernt. So, auf den ersten Blick ist nicht mehr allzu viel übrig. Boah, hier riecht es wirklich, wirklich übel. Was ist das für ein Gestank? Man sieht schon, es ist wirklich ja, mehr zerstört, als man von außen denken mag. Löcher im Boden, aufpassen. Boah, ich muss gerade hier wirklich mein Gesicht zuhalten, weil es so stinkt. Aber boah, es wurde anscheinend nicht fluchtartig verlassen, weil alle Fenster waren mal irgendwie zu mit Holzbrettern und sonst was. Plus alles wurde ausgeräumt, außer halt jetzt so die Dusche oder irgendeinen Schrank oder sowas. Also an sich ein wunderschönes Haus, auch wenn man es gerade sich vielleicht schwer vorstellen kann. Sieht man das überhaupt im Licht? Da sind so Fußspuren und es ist nass. Das heißt, heute oder gestern war hier schon mal jemand. Wir sind nicht die Ersten. Überraschung. Gut. Dann geht's mal da hinten weiter. Wir haben gerade festgestellt, hier wurde mit Paintball-Zeugs rumgespielt.
Sehr hübsche Tapete in Holzoptik. Eine komische Aufteilung der Räume hier, wie wir beide finden. Noch der letzte Teppich liegt hier auf dem Boden. Aber anscheinend hat hier jemand sehr viel Spaß gehabt mit Paintball oder sonstigen Aktivitäten. Was mir gerade aufgefallen ist als Detail hier, dieses SpongeBob-Aufkleber. Klar könnten die auch nachträglich angebracht worden sein, aber das schließt meiner Meinung nach darauf, dass hier mal irgendwie Kinder gewohnt haben. Noch solche Nägel an der Wand, sieht man das? So ein bisschen hier. Interessant. Ja, der schöne, wunderschöne Teppich. Wie bei Oma zu Hause. Süß. Genau. Ja. Auch hier die Dusche. Boah, hier wurde echt alles zerschlagen. Was ist denn das da oben? Ja, ein reines Scherbenbad. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen überlegt und es hat auf uns beide den Eindruck, als wäre das hier, wann auch immer, wo es verlassen wurde, sehr ordentlich verlassen. Also wirklich, dass alle Tapeten noch dran waren, alles ordentlich, vielleicht auch noch geputzt oder so. Es wirkt zumindest so. Und dass diese ganze Verwüstung erst über die letzten Jahre kam. Und dass es hier wirklich zum Zeitpunkt des Verlassens auch nicht zerstört war dementsprechend. Und die Bausubstanz wirkt auf uns jetzt, also vom Vandalismus jetzt mal abgesehen, noch ziemlich gut. Ja, also würde ich direkt neben das Haus. Kein Spaß. Auch diese goldenen Türgriffe und sowas hier immer, diese kleinen Details. Irgendwie ist das echt schön, doch. Also, auch wenn es schwer ist bei solchen Anblicken hier, könnte ich es mir schon wirklich gemütlich hier vorstellen. Tatsächlich. Ich habe jetzt eben da durchgequetscht und jetzt gehe ich nochmal darunter in den Horrorkeller. Nee, sowas würde ich nicht sagen. Also nicht ernst gemeint. So, jetzt gehe ich hier in den sogenannten Gruselkeller. Boah, hier kommt mir schon ein richtiger Schwall entgegen. Okay, hier liegen Kindersachen, also meine Vermutung wird bestätigt, da hinten auch. Warum liegen die hier im Keller? Das können wir jetzt auch wieder diskutieren, aber gut. Hier liegt irgendein. Was denn hier passiert? Also das sieht sehr dubios aus, wenn ihr mich fragt. Also wie so eine reinste Müllhalde, was man auch gar nicht richtig zuordnen kann hier alles. Ja, also irgendwie fühle ich mich hier unten sehr unwohl in diesem Kellerloch. Je, oh je, nee, okay. Ich muss hier wieder raus. Horrorkeller überlebt. Juhu. Schreibe ich jetzt in den Titel. Hier draußen liegen noch mehr Sachen rum. Okay. Und da noch so ein Ball von einem Kind wahrscheinlich auch. Sehr dubios, wenn ihr mich fragt. Aber gut, hier ist noch eine Leiter, die zum Dachboden führt und ich teste mal, ob die mich hält. Da hat schon jemand die Leiter hier hingestellt. Okay, das riecht immer muffiger. Boah, je näher man dieser Tür da oben kommt, desto ekliger wird's. So. Kopf einziehen. Sabine, I love you. Oh, um Himmels Willen. Also hier oben ist es ziemlich leer. So ein paar Rohre, ein paar Holzbretter und wilde Tapeten mit irgendwelchen Verewigungen. Okay, dann gehe ich mal wieder runter hier. Jetzt mal ehrlich, wenn hier irgendjemand dieses Haus erkennt und weiß, ob und für wie viel es zum Verkauf steht, meldet euch bitte bei mir. Es steckt nämlich so viel Potenzial darin. Fürs Wohnen, eine soziale Einrichtung, zum Vermieten, als Ferienhaus, Event-Location, Hofcafé und. Ich fange an zu träumen, denn man kann dieses Haus noch retten. Dieses Haus ist wirklich so schön. Gerade auch dieses Moosdach. Aber jetzt geht's erstmal in den zweiten Horrorkeller. Ihr wisst Bescheid. Noch mehr Kindersachen hier unten?
Okay, hier sind schon mal zwei Räume. Ich fange mal mit dem linken Raum an. Okay, hier ist es wirklich nicht so spannend. Jetzt aber hier in den nächsten Raum. Und der ist, aua, gleich stürze ich hier. Der ist ebenfalls nicht sehr spannend. Hier noch irgendwelche Stromkästen und so Zeugs. Vorsicht, Glas. Aha. Aber sonst neben dem Schrank und sonstigen Holzsachen nicht mehr allzu viel. Ihr merkt, das Haus ist ziemlich leergeräumt. Aber warum sind diese Keller immer so komisch? Hier unten einzeln. Ich mag das nicht. Fehlt noch irgendwas jetzt? Ach so, ja, das Haus hier selbst, das Vorderhaus, das fehlt jetzt noch. Jetzt geht's noch in dieses Haus rein. Ich würde schon gern wissen, warum das hier verlassen ist. Ob es die typischen Gründe sind oder andere. Gucken, ob noch was in dem anderen Haus drin ist, was auf den Grund schließen lässt. So, die Tür hat eine Klingel. Aber das Schild ist ab. Und hier ist abgeschlossen. Naja. Rein kommt man trotzdem, dank unseren Vorgängern hier. Ah, Sport am Sonntag, Mensch. Was soll denn das hier? Hübsche Tapete. Je, oh je. Ich muss sie wieder raus gleich. Das riecht so übel. Alles nass hier. Ach, hier wurde was angezündet, ja. Auf was für Ideen manche Leute kommen. Immer wieder interessant. Oh, schön. Ist ja eine Jahreszahl vielleicht dran. 2010. So, ihr habt es gesehen. Das war das wunderschöne Bauernhaus hier im Nirgendwo am Waldrand gelegen. Wir fanden es beide sehr schön, auch wenn es ein bisschen verwirrend ist oder war. Genau, es war sehr spontan, sehr ungeplant und genau, macht's gut, danke fürs Angucken. Hier sind noch andere Videos verlinkt, einfach mal so hier. Und dann, genau. Danke und bis zum nächsten Video.